Stoppen Sie. Bitte sehr. Schön hier, nicht? Ja. Wie bitte? Es ist schön hier, nicht wahr? Ach so. Ja, ja. Haben Sie Kummer? Ich? Ja, ein bisschen. Na, bloß ein bisschen. Vielleicht doch ein bisschen mehr, was? Du lass doch den Herrn in Ruhe. Entschuldigung, aber das ist das Mütterliche in ihr. Wenn sie einen jungen Menschen sieht und der hat Sorgen, dann will sie gleich immer helfen. Aber es war nicht bös gemeint. Natürlich nicht, das habe ich auch gar nicht so. Ihre Frau hat ja recht, ich habe wirklich Probleme. Ja, ja, das ist alles gar nicht so leicht. Was ist nicht leicht? So eine Ehe, das ist gar nicht so leicht. Woher wissen Sie, dass ich... Sie hat Ihre Hände beobachtet. Und da fummeln Sie schon die ganze Zeit mit der Linken an Ihrem Ring. Und deshalb glaubt sie, das wäre bei Ihnen psychologisch. Soll ich mal mit ihr reden? Mit wem? Na, entweder mit Ihrer Frau oder mit Ihrer Freundin. Das müssen Sie entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Nein, nein, so einfach ist das nicht. Siehst du, Mutti, du denkst immer, du kannst und dabei weißt du gar nicht. Vielleicht hat er nur Schwierigkeiten im Geschäft oder ein anderes Leiden. Und außerdem sieht er viel schlauer aus als wir beide zusammen. Entschuldigen Sie, ich wollte mich wirklich nicht in Sie einmischen. Ich bitte Sie. Sie sind sicher schon lange verheiratet, was? Seit 51 Jahren. Wer früh anfängt, bei dem dauert's dann auch länger. Vor allem, wenn man gesund bleibt. Und Sie waren immer glücklich? Immer. Das heißt nie. Und deshalb immer. Weil ein bisschen Unglück, das braucht man, damit man daran erinnert wird, wie glücklich man eigentlich ist. Was, Fadi? Ja, ja. Was glauben Sie, wie oft ich weglaufen wollte von der Frau? Aber dann habe ich daran gedacht, dass es jeden Menschen nur einmal auf der Welt gibt. Und so jemanden wie die hätte ich ja kein zweites Mal gefunden. Ich habe ihn aber auch manchmal behandelt. Schäme ich mich jetzt noch für. Aber du hast es doch nie so gemeint. Sehen Sie, so war er immer. Schön. Tut richtig wohl, Sie so zu hören. Aber haben Sie das nie erlebt, dass man mit einem Menschen zusammen ist und man denkt, man kennt ihn genau und man glaubt, der andere kennt einen auch genau und plötzlich gibt es eine Situation, da versteht man den anderen nicht mehr. Und der andere versteht dann auch nicht mehr. Und es sind plötzlich zwei fremde Menschen, die sich da gegenüber sitzen. Haben Sie das nie erlebt? Oft. Was, Fadi? Ja, aber das lernt man in 50 Jahren. Zu einer Ehe, wissen Sie, da gehören nämlich immer zwei. Und auch wenn die alles gemeinsam erleben, dann bleiben das noch immer zwei einzelne Menschen. Und zwar ein Mann und eine Frau. Und die können gar nicht dasselbe erleben. Auch wenn man sich das einredet. Weil zwischen Mann und Frau, verstehen Sie, da gibt es den berühmten kleinen Unterschied. Ja, ja, das sage ich mir ja auch immer wieder, aber wenn man so mittendrin steckt in so einem Problem... Dann kommt man da auch wieder raus. Ehe kann man lernen. Man darf nur nicht zu früh aufhören damit. Was, Fadi? Nee, nee. Aufgeben darf man nie. Danke irgendwie. Wenn ich Sie so angucke, ich glaube, was Sie sagen. Danke. Siehst du, was ein gutes Vorbild manchmal wert ist? Dem haben wir geholfen. Hoffentlich. Bestimmt. Warum musste ausgerechnet dem das sagen?
Kannst du nicht endlich damit aufhören? Seit 51 Jahren piesackst du mich damit. Seit 30 Jahren wissen's die Kinder. Seit 10 die Enkel. Und die ganze Zeit über alle Läden, in denen du jemals eingekauft hast. Kannst du ihn mir denn niemals verzeihen? Den kleinen Unterschied? Also, Irmchen, nochmal. Du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ja, das ist ein Test, dem sich alle unsere Mädels unterziehen müssen. Das ist nun mal so bei Meisterschaften. Sonst wird dein Rekord nachher nicht anerkannt, weißt du? Das sind drei Ärztinnen, die werden dich was fragen. Da sagst du immer schön die Wahrheit. Und dann werden sie dich untersuchen. Na, dann musst du vielleicht ein bisschen Spucke dalassen oder sowas. Ist das klar? So, die nächste bitte. Das ist wohl die kleine Hammerwerferin, was? Na, dann kommen Sie mal mit. Na, Irmchen? Alles klar? Alles klar. Jetzt bin ich als Mädchen anerkannt. Süß, die Kleine, nicht? Ja. Jetzt machen wir uns ein bisschen zurecht und dann holen wir uns die Schwimmerin von der 4x100-Meter-Staffel. Guck mal da, August Kleinschmidt. Herrlicher Stein. Nee, das ist nicht mein Fall. Den kannst du mir nachschmeißen, den Stein. Aber die Hecke ist hübsch. Mhm. 36 ist der schon gestorben. Schreib's mal auf. 36. Hab ich. Mhm. Guck mal da drüben. Möchtest du Jonathan heißen? Nee, nicht mal als Tote, nee. Hinten Meier und vorne Jonathan. Ja, das hat man ja oft, dass Eltern vorne wieder gut machen wollen, was sie den Kindern hinten antun. Ist ja auch bloß 41 geworden. 41. Schreib's mal auf. Ja. Du, wenn wir mal so weit sind, nehmen wir uns ein Doppel. Ach du, das ist nett von dir. Aber ich glaube bestimmt, dass die Friedhofsverwaltung da nicht mitmacht, wenn auf dem Stein steht, hier ruht in Frieden Herr Adolf Tschetschik mit Fräulein Ingeborg von Ose. Ach, dann lassen wir eben schreiben, hier ruht mit Freuden, was? So. Ist bei uns üblich, dass wir allen Neuen sagen, gleich am Anfang, dass das hier kein Zuckerlecken ist. Ist dir klar, dass du süchtig bist? Ja. Lauter. Ja. Was hast du bis jetzt dagegen gemacht? Ich hab's erst mal selber versucht. Mit meiner Frau. Und so. Ich dachte, ich könnte es allein. Du bist natürlich immer wieder umgekippt. Naja, umgekippt ist vielleicht nicht ganz richtig, denn
wenn ich so sehe, wie wenig andere sich überhaupt darum bemühen, dann hatte ich doch eigentlich schon ganz schöne Erfolge. Relativ. Relativ. Jetzt lügst du dir ja schon wieder einen Erfolg in die Tasche, wenn du dich mit solchen vergleichst, die noch mieser sind als du. Wir haben dich nicht hergebeten. Und du fliegst sofort wieder raus, wenn du dich nicht an unsere drei Regeln hältst. Nämlich erstens Wahrheit, zweitens Wahrheit, drittens Wahrheit. Kannst jederzeit wieder abhauen. Nein. Wenn ich darf. Quatsch nicht. Also, du bist wieder umgekippt. Ja. Und? Was hat deine Frau gesagt? Dass wir es allein wohl doch nicht schaffen. Und dass ich zu einem Psychiater soll nach England. Warum England? Damit es nicht so auffällt. Etwas weiter vom Schuss. Und, hat's geholfen? In England, ja. Solange ich da war. Aber wie ich dann nach Deutschland zurückkam, da hat's im Anfang zwar auch noch ein bisschen. Denk dran, was ich gesagt habe. Also, wie ich zurückkam, war es gleich wieder aus. Na also. Erzähl mal, wie es angefangen hat. Ganz normal, glaube ich. Es war in unserem Landtagswahlkampf. Uns allen war klar, dass das Ergebnis nur ganz knapp ausfallen würde. Und da haben wir in der Polemik natürlich eine etwas schärfere Gangart eingeschaltet. Wer wir? Die Spitzenkandidaten. Du hast das also auch mitbeschlossen. Du warst dabei. Ja, ich hab's mitbeschlossen. Und dann sind wir eben härter auf die anderen losgegangen. Hast du vielleicht gedacht, das sind alles nur Worte, schließlich ist Wahlkampf? Wenn der vorbei ist, dann ist es wieder so wie früher? Ja. Ja, ich glaube, ja. Ich habe, und das ist wirklich die Wahrheit, ich habe mich sehr bemüht, immer auseinanderzuhalten, was ich wirklich glaube und was ich im Wahlkampf nur so sagen muss, damit meine Partei gewinnt. Und wann hast du gemerkt, dass du das nicht mehr auseinanderhalten kannst? Das weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht ist es da passiert, als man mir gesagt hat, ich sei nicht genügend überzeugend in meinen Wahlreden. Ja, da ist keine Kraft dahinter. Und man würde mir das anmerken, dass ich nicht glaube, was ich da so sage. Das heißt hier, ich weiß nicht und vielleicht. Absurditätskredulität heißt die Sucht, die Sie im Release Center bekämpfen. Was ist das? Eine Sucht. Eine gefährliche Sucht, der viele Politiker anheimfallen. Auch wenn sie selbst gar nicht mehr was davon bemerken. Der Name geht zurück auf einen Ausspruch, der Tertullian zugeschrieben wird. Credo quia absurdum. Also, ich glaube, weil es widersinnig ist. Und daraus haben die Psychologen den Begriff Absurditätskredulität gebildet. Also, Leichtgläubigkeit zugunsten des Absurden. Warum ist das so gefährlich? Ja, weil das eine Sucht ist, an deren Ende die absolute Zerstörung der ursprünglichen Persönlichkeit steht. Sie entsteht aus einem Identitätsproblem. Ein Politiker, der erfolgreich und effektiv arbeiten will, muss öffentlich viele Dinge sagen, von denen er ganz genau weiß, dass sie so nicht oder überhaupt nicht stimmen. Natürlich wissen das seine Gegner auch. Und sie greifen ihn mit guten Argumenten an. Und da er in diesem Fall keine guten Gegenargumente hat, stellt er sich zunehmend persönlich hinter seine Äußerung. Und wenn er das eine Weile gemacht hat, kann er nicht mehr zurück. Und wie geht's dann weiter? Lesen Sie mal Memoiren und vergleichen Sie die mit den dokumentarischen Quellen. Dann sehen Sie, wie das an sich verständliche Urbedürfnis des Menschen an das zu glauben, was er sagt,
aus politischen Persönlichkeiten menschliche Rechtfertigungsruinen macht. Und wie arbeiten Sie nun? Warum glauben Sie, dass ausgerechnet Sie den Süchtigen helfen können? Weil wir selbst Süchtige waren, zum Teil noch sind, Politiker aus allen Parteien und Parteiflügeln, und weil wir von den Alkoholikern gelernt haben, dass nämlich nur die Selbsthilfe in der Gemeinschaft anonymer Gleichbetroffener eine gewisse Aussicht auf Erfolg bietet. Erwarten Sie gerade jetzt einen starken Zulauf von neuen Fällen? 2 Monate nach der Bundestagswahl. Noch nicht. Jetzt pfuschen die, die was merken, noch alleine an sich rum. Aber in einem halben Jahr, da wird's losgehen. Falls uns jetzt Süchtige zusehen, an wen sollen die sich wenden? An die Release-Center, anonyme Politiker in Bonn und allen Landeshauptstädten. Na, ihr kleinen Hübschen, euch geht's gut, was? Geht's euch gut? In 3,5 Wochen ist Weihnachten. Da freut ihr euch wohl schon, was? Ja, ihr freut euch, weil das Christkind kommt. Letzten Sonntag war der 1. Advent und in 5 Tagen kommt Knecht Ruprecht. Und dann dauert's auch nicht mehr lange und ihr werdet alle umgebracht. Sie Strolch, lassen Sie mal endlich meine Gänse in Ruhe. Darf ich Ihnen behilflich sein? Also, wir wissen noch nicht genau. Wir wollten erst mal gucken. Ja, aber gerne, selbstverständlich. In welcher Richtung darf ich Ihnen denn etwas zeigen? Ja, also in Richtung eines schönen Stückes. Was hermacht. Ja, verstehe, Gnefrau. An was dachten Sie denn da so? Na, an 600. Bitte? Mark, 600 Mark. Oder sag lieber 700 bis 800. Es sollte nämlich ein Geschenk sein, ein Weihnachtsgeschenk. Ja, wenn du meinst, dass man dem die 200 mehr ansieht, dann... Wir könnten ja aus Versehen den Preis dran lassen, denn bestimmt. Ja. Wie ist der Betreffende denn eingerichtet? Die Betreffende ist nämlich eine Dame. Alt ist sie, eine alte Dame. Ich dachte eigentlich mehr an so einen schönen, bequemen Fernsehsessel, wo man unten mit so einem Hebel die Beine hochstellen kann. Ja, doch bloß noch eins. Nein, wissen Sie, wir wissen ja noch gar nicht, ob sie überhaupt ein Möbelstück sein soll. Gerade für eine Dame und denn zu Weihnachten. Also da könnte ich mir in der Preislage nämlich auch eine Perlenkette denken. Da kannst du dich doch nicht rufsetzen auf eine Perlenkette. Außerdem führen wir gar keine. Wir sind ein reiner Möbelfachhandel. Das ist es, der Herr sagt auch. Nee, zeigen Sie uns mal lieber einen Fernsehsessel. Bitte schön. Ja. Gibt's da eigentlich auch welche, wo man die Rückenlehne so, ich meine, für die Bandscheibe einstellen kann? Ja. Weihnachten verschenkt man doch nichts für die Bandscheibe. Da will man doch Freude bereiten. Und ich weiß eben nicht, ob sowas Persönliches wie eine Perlenkette... Ach, was will die denn noch mit einer Perlenkette? Blöde Frage. Daran merkt man, dass du keine Frau bist. Das weiß ich auch. Außerdem kann man Schmuckstück viel hübscher einwickeln und ihr selbst unter den Tannenbaum legen. Einen Sessel müsste man ihr bringen lassen und dann kapiert die vielleicht gar nicht, dass der von uns ist. Ja, aber dafür kann sie den nicht so leicht verlieren, so schusselig wie die ist. Die Kette tut sie in die Schürzentasche und die gibt sie in die Wäsche und dann ist sie weg. Da hätten wir hier zum Beispiel ein Modell, das ist schaltbar, mit einem zusätzlichen bandscheibenfreundlichen Vibrationseffekt ausgerüstet. Und dieses hier ist schaltungsfrei mit Rückenlehnen-Schwergewichtsautomatik. Ja. Aha. Nie. Wieso? Weil er viel zu groß ist. Da kann die sich ja gar nicht mehr rühren in ihrer Bude. Und außerdem erlaubt die Heimleitung das nicht wegen dem Saubermachen. Na und, da kommt er eben gleich zu uns. Das wäre sowieso besser, damit die den gar nicht erst bekleckern kann mit ihrer Marmelade, so liederlich wie die ist.
Und womit willst du ihr dann die Weihnachtsfreude machen? Eine Perlenkette. Ach, nun hör doch auf mit der Scheißkette. Die willst du dir doch bloß um Hals wickeln. Und ich soll weiter auf dem alten Sofa Fernsehen gucken. Bloß an eins denkst du nicht, du Idiot. Wenn wir der nicht zu Weihnachten eine echte Freude machen, wenn die nicht so gerührt ist, dass sie alles von früher vergisst, dann vermacht die das Grundstück dem Tierschutz. Er ist am 11.11.11 geboren. Ein richtiges Schnapskind muss es gewesen sein. 3 mal 11 macht 33. 33, gut. 1911 habe ich mein erstes Blumenbukett bekommen. Veilchen. Veilchen? Hm? Wer war das Schwein? Ein Forstadjunkt. Und der wollte mir immer so schrecklich gern beibringen, welche Pilze giftig sind und welche nicht. Na und? Und? Wieso und? 1911 hat vorne eine 19. 19? Ja, das weiß ich selber. Ich meine den Förster. Hat der dir nur die Pilze oder hat er nicht? Hat er. Und das ganze Gesinde hat dabei zugesehen. Bei uns in der Küche, weil meine Mutter der Meinung war, dass auch das Personal ein Recht auf Bildung hat. Und dann hat er die Pilze mit dem Silberlöffel, weißt du? Und wo der anläuft, da ist der Pilz giftig. Ja, und weiter? Weiter, wieso weiter? Ach, du meinst weiter? Weiter war nix. Na, immerhin. Immer was? Wir kennen uns jetzt schon 6 Jahre. Und plötzlich steht ein Veilchenstrauß zwischen uns. Hast du denn nie was mit Blumen gehabt? Nee, nie. Höchstens, dass ich mal auf meine erste Frau mal Vergissmeinnicht gepflanzt hab. Aber die sind eingegangen. Ach, guck mal da hinten. Das ist auch eine schöne Stelle, nicht? Ja. Ja, sowas müsste man haben. Wollen wir nicht doch ein Doppel? Ach, weißt du, von wollen kann ja gar keine Rede sein. Aber wenn wir da erst liegen und die Leute gehen an uns vorbei und machen hässliche Bemerkungen, dann können wir uns doch überhaupt nicht mehr dagegen wehren. Und das möchte ich nicht. Da, da! Gucken Sie sich das an! Tja, sieht so aus, als ob die nichts gefunden hätten. Wieso? Ja, weil man das oft hat. Wenn Einbrecher nichts finden, dass die dann aus lauter Wut alles kurz und klein schlagen. Am besten, man legt immer ein paar hundert Mark offen auf den Tisch, bevor man aus dem Haus geht. Damit die wenigstens etwas finden und bei guter Laune bleiben. Was denn? Ich soll diesen Schweinen auch noch Geld hinlegen? Ja, wenn man Glück hat, kommt das viel billiger als so eine Sauerei. Und das sagen Sie mir als Polizist? Ich soll diesen Verbrechern auch noch helfen, dass sie sich an mir vergreifen können und an meinem Eigentum, was mein Mann zusammengeschuftet hat mit seiner Händearbeit. Ich werde Sie verklagen, Sie. Das ist Aufhetzung zur Beihilfe zum Diebstahl, was Sie mit mir machen. Moment mal. Das Entscheidende ist ja die Wohnungstür. Da sollen Sie ja keinen Zettel dran machen, ich bin weg und das Geld liegt auf dem Tisch. Das habe ich ja nicht gesagt. Eine gut abgeschlossene Wohnungstür ist für jeden Einbrecher erstens eine Barriere und zweitens ein Risiko. Aber wenn der durch die Barriere erstmal durch ist, dann können Sie doch da auch nichts mehr gegen machen. Und daher ist es wichtig, dass Sie so einen Einbrecher so motivieren, dass Sie den geringstmöglichen Schaden davon tragen. Schließlich sind das ja Ihre Klamotten, die jetzt so versaut sind, ne? Und nicht die vom Einbrecher und meine auch nicht. Und das sagen Sie mir als Polizist. Wissen Sie, dass Sie für diese Schweinerei auch noch von mir bezahlt werden, Sie öffentlicher Dienstmann? Mein Mann ist Steuerzahler und zwar kein schlechter. Sie haben ja eine Dienstauffassung wie die Ostpolitik. Bloß nicht wehren, aber kräftig zahlen. Warum knallen Sie denn die Gangster nicht vorher über den Haufen, bevor die hier einbrechen? Aber dazu seid ihr ja viel zu radikal. Alles Radikale im öffentlichen Dienst. Und dennoch mit den Gangstern gemeinsame Sache machen.
Also lassen wir das. Nichts tun, aber alles lassen. Hauptsache lassen. Was fehlt denn? Das weiß ich ja nicht. Ich darf ja nichts anfassen. Ach so, ja. Richtig. Das finden Sie richtig, dass ich in meinem eigenen Haus nach so einem Überfall nichts anfassen darf. Die Kollegen von der Spurensicherung, die brauchen nun mal ihre Zeit. Die Gangster brauchen Geld auf dem Tisch, die Kollegen brauchen ihre Zeit, nur ich brauche überhaupt nichts. Ich bin ja auch schließlich nur das Opfer. Und ich doch. Entschuldigen Sie. Wenn ich mich falsch ausgedrückt habe. Ja, bei Ihnen wird vielleicht einmal im Leben eingebrochen, aber für mich ist das mein täglich Brot und da passiert einem auch mal eine Ungeschicklichkeit, ne? Hier, so. Und jetzt noch die Einzelheiten mal. Wie ging die Sache denn los? Mit meiner Freundin. Die wollte mich abholen und ich war eigentlich schon fertig. Und hatte durch die Gardine geguckt. Aber die kam nicht. Und da habe ich gedacht, selbst wenn die gleich kommt, bis die den Wagen geparkt hat, kann ich noch mal überpudern. Und dabei klingelte das Telefon. Ja, und der Mann sagte, er wäre Hauptwachtmeister und ich sollte mich nicht aufregen. Sie hätten meinen Mann sofort ins Albertus-Krankenhaus gebracht nach dem Verkehrsunfall. Er wäre in besten Händen. Aber ich sollte doch so schnell wie möglich hinkommen, weil man ja nicht wissen kann, ob ihm nicht doch was passiert, bevor ich auf alles gefasst bin. Und da haben Sie sich dann eine Taxe genommen? Sofort. Das heißt, der Schock, verstehen Sie? Durch den Schock habe ich noch einen Augenblick gewartet, weil meine Freundin ja auch jeden Moment kommen musste mit dem Auto. Aber dann habe ich mir doch eine Taxe. Gut. Und im Krankenhaus? Hatten die keine Ahnung. Ich habe alles abgesucht. Die Unfallstation, die Chirurgie, die Pathologie, keine Spur von meinem Mann. Dann die Polizei angerufen, die hatten auch keinen blassen Schimmer. Und dann in der Firma, da sitzt mein Mann quietschfidel am Telefon und dann zurück und hier diese Bescherung. Also haben die Einbrecher den Unfall vorgetäuscht mit dem Anruf? Ja! Und da verlangen Sie von mir, wenn ich erfahre, dass mein Mann einen Verkehrsunfall hat, dass ich dann auch noch daran denken soll, ein paar Hunderte auf den Tisch zu legen, damit die Einbrecher gute Laune kriegen. Und ich darf hier nicht mal was anfassen. Ja, Sie können ja gleich, beruhigen Sie sich. Vor allem Ketchup sieht ja immer viel schlimmer aus, als die Flecken in Wahrheit sind. Es gibt ja so gute Reinigungsfirmen heutzutage. Und wenn Sie einigermaßen anständig versichert sind... Ach, mir geht's doch gar nicht ums Materielle. Was frage ich nach Geld und Gut? Aber der Schock, der Schock, das werden Sie als Radikaler wohl nie verstehen, der Schock. Verkehrsunfall, Krankenhaus, Polizei weiß von nichts. Und dann lebt mein Mann. Wo ich mich gerade mit allem abgefunden hatte. Was ist denn, Liebling? Ist was passiert? Ja, und zwar was sehr Angenehmes. Ja. Sei mir bitte nicht böse, dass ich den Brief schon aufgemacht habe, aber bei dem Absender, er ist von der Krebshilfe. Deine Forschungsreihe ist als förderungswürdig anerkannt. Was denn? Hier, du kriegst eine Spendenzuweisung. Und sie schreiben, dass sich die Summe aus kleinen und kleinsten Beträgen zusammensetzt. Du sollst ganz vorsichtig damit umgehen. Zeig mal.
Die sind ja wohl vom Affen gebissen. Weißt du, dass das knapp die Hälfte von dem ist, was ich für dein Pferd bezahlt habe? Nein. Ja, und mit Solapalien soll man den Krebs bekämpfen. Nein. Wie die sich das vorstellen. Du machst mich so glücklich. Dass du mich liebst, habe ich immer gewusst. Aber dass die Contessa so teuer war. Du bist ja ein richtiger Verwöhner, du. Tag. Tag. Was machen Sie denn da? Ich? Nix. Na doch, Sie haben eben was gemacht. Ich hab Sie doch beobachtet. Was soll denn das Körbchen? Ach das, da war ein Igel drin. Ja, und wo ist der jetzt? Weg. Ich hab Laub drüber getan, weil ein Igel ja tagsüber schlafen muss. Das ist ja ein Nachttier. So. Und wo haben Sie denn her, den Igel? Den hab ich gestern auf der Straße gefunden. Aha. Naturschützerin, was? Freundin. Naturfreundin. Auf der Straße hätten den vielleicht die Autos überfahren. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich ihn in den Wald setze, findet er vielleicht noch ein Plätzchen für den Winterschlaf. Reden Sie nicht drumherum. Das ist Naturschutz, was Sie da gemacht haben. Meinen Sie? Na, ich meine gar nichts. Das haben Sie gesagt. Sie sind wohl auch gegen Insektenmittel und Kunstdünger, was? Haben Sie das meinem Tang angesehen? Ich esse nur biologisch gezogenes Gemüse. Und gegen Auspuffgase sind Sie auch, was? Und gegen die Wasserverschmutzung, stimmt's? Natürlich bin ich dagegen. Denn alle Abgase schaden dem Teint. Und der Lunge natürlich auch. Das ist ja noch mehr als Naturschutz. Sie sind ja ein richtiger Umweltschützer. Haben Sie das auch schon gehört? Was? Dass hier der ganze Wald abgeholzt werden soll. Und stattdessen kommt da ein Chemiewerk hin. Nein, das wäre ja eine Riesenschweinerei. Ein richtiges Verbrechen. Aha. Der Bau von Chemiewerken ist also ein Verbrechen. Jetzt haben Sie sich aber verraten. Geben Sie mal Ihre Personalien, Sie Kommunistin, Sie. Nein, ich habe doch nur einen Igel. So einen kleinen Igel. Warten Sie, ich zeige ihn Ihnen. Was ist das denn? Ich hab ihn doch. Mein Igel! Adventszeit, meine Damen und Herren, ist eine Zeit der Besinnung. Auch der Besinnung auf das, was wir für unsere Mitmenschen tun. Mit Recht werben gerade in diesen Tagen karitative Verbände und Gesellschaften um unsere Spenden. Aber auch die stille, persönliche Tat sollte in dieser Vorweihnachtszeit nicht vergessen werden. Unser Nächster ist überall. Und wenn wir auch sonst nicht recht Zeit finden, uns seiner anzunehmen, jetzt sollten wir uns die Zeit dafür nehmen. Wir wollen Ihnen an einem Beispiel zeigen, dass es selbst einen Tag vor Heiligabend noch nicht zu spät ist für die gute Weihnachtstat. Stimmt es, dass Sie kein Zuhause haben? Stimmt. Und Sie haben auch nichts weiter anzuziehen als das, was Sie anhaben? Ist Sie nicht schick genug? Doch, sehr schick. Ich meine... Ich wollte sagen, das tut mir aber leid. Was tut Ihnen leid? Dass Sie kein Zuhause haben und nichts anzuziehen. Ist das etwa nichts? Natürlich, aber... Dann sind die auch in meinen Klamotten rumzumeckern. Nein. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Ich dachte nur, was machen Sie bloß, wenn Sie frieren? Das kommt drauf an. Manchmal bibbere ich, manchmal klappere ich mit den Zähnen. Noch was? Ich habe hier eine abgelegte Jacke von meinem Mann. Das ist reine Wolle, kaum getragen. Die müsste Ihnen eigentlich passen. Nee. Soll ich rumrennen wie ein Papagei? Bin doch kein Playboy.
Entschuldigen Sie. Bitte. Müssen Sie denn immer so leben, außerhalb der Gesellschaft? Nee, müssen muss ich nicht, aber ich will. Haben Sie denn überhaupt keinen Menschen? Ich brauche keinen Menschen, ich habe meinen Freund. Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte Ihnen so gern eine Weihnachtsfreude machen. Na los, machen Sie doch einfach. Ich habe hier ein paar Plätzchen, Pfefferkuchen selbst gebacken. Ich habe sie ein bisschen festlich eingewickelt. Ich esse keine Pfefferkuchen. Schade. Dann. Kann ich ihn nicht haben? Gerne. Ich freue mich ja so, wenn ich Ihnen eine Freude machen kann. Ich freue mich sehr darüber. Ich habe ja auch noch ein paar Pulswärmer. Das ist ja wunderbar. Die hat mir mein Arzt neulich verschrieben, weil ich mich am Puls immer so leicht erkälte. Hoffentlich passen sie auch. Mal sehen. Wie angegossen. Meine Mutti hat früher immer Pulswärmer aus alten Socken gemacht. Füßlinge abgeschnitten und die Ränder umgehäkelt. Die sind auch so gemacht, ganz genauso. Ich kann nämlich nichts wegwerfen, wissen Sie. Rum hätte sie mitbringen sollen! Schnauze! Hören Sie nicht auf den. Schöne Jacke ist das. Vielleicht passt sie Ihnen. Ich weiß nicht. Doch. Kann sie mir ja weitermachen lassen. Natürlich. Ich habe das Futter aufgehabt. Da ist hinten noch genug drin in der Mittelnaht. Das brauchte der Schneider bloß rauszulassen. Ja, das werde ich ihm sagen. Rum hätte sie mitbringen sollen, oder wenigstens Wermut. Halt die Fresse! Ich habe hier auch noch einen Tannenzweig. Ach, der ist ja entzückend. Sogar mit Kerze dran. Den haben die Kinder geschmückt und ich musste ihnen versprechen, dass ich ihn irgendeinem armen Menschen schenke. Möchten Sie? Das ist sehr nett von Ihnen. Oder wenn sie schon keinen Wermut hat, dann ist ja wenigstens Whisky oder Cognac oder Gin oder Doppelkorn. Sie sind sehr nett. Wir werden morgen die Kerze anzünden und an Sie denken. Vielen Dank. Das macht doch nichts. Die paar Kleinigkeiten. Gesegnete Weihnachten. Danke. Gleichfalls. Was? Sonst bin ich mal treten, Mensch. Ach, Quatsch. Warum hast du das genommen? Weiß auch nicht. Damit ziehe. Armes Schwein. Manchmal bin ich richtig sentimental, weißt du? Man soll den Leuten hier zu Weihnachten eine Freude machen. Und die Frau, die hat mir richtig leid getan. Kommst du mit zur Müllkippe? Ich hab Hunger. Ja, los, komm. Guck mal, der ist 91 geworden. Ja, das geht nicht. Aber er hat 7 Angehörige, die bei ihm liegen. Das muss ja das reinste Familienfest sein. 91 durch 7 macht 13. Gott, von mir aus. 7 und 13. Aber was ist denn nun mit unserem Doppel? Hast du denn jetzt alle Zahlen beisammen? Ja. 7, 13, 19, 33, 36 und 41. Was ist denn nun mit unserem Doppel? Ach, quäl mich doch nicht. Du weißt doch... Also gut. Wenn wir diesmal gewinnen, wird geheiratet. Los, gib Gas. Thank you.